Das wäre ich, wenn ich meine Moods wiederfinden würde. Wenn sie weg wäre. Oh Gott, meine Moods. Manchmal, also wer eine Katze hat und wirklich Katzenmama oder Katzenpapa ist, der kann so einen Bezug zu so einer Katze extrem verstehen. Das ist wie ein Hund. Ja, ein Hund spielt mehr. Eine Katze ist extrem eingebildet und ist ja die Königin im Haus. Ja, aber das ist trotzdem so. Das ist, man liebt sein Tier einfach. Also ich habe immer gesagt, wenn meine Mutzeflausch mal nicht mehr ist, dann wäre ich wirklich extrem traurig. Extrem traurig. Meine kleine Sofarolle. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich bin frei, Fran, meine liebste Freundin. Du bist frei, mein Liebling. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, gehen wir. Errungenschaft freigeschaltet. Feind Mr. Midnight. Wir müssen nach Hause, Kätzchen. Ich hoffe, der Heimweg ist nicht weit weg. Ich hoffe auch, Fran. Wir schaffen das zusammen. Ich helfe dir. Komm, Mr. Midnight. Wir gehen jetzt zu der Kröte. Sieht aus wie mein Klubschi von meiner Mama, der Kater. Also eigentlich von meiner Mauzeflausch, der Sohn. Und den hat aber die Mama behalten, weil die Mama hat noch eine zweite Katze. Und das sind zwei Jungs und die verstehen sich so gut. Und meine Sheila ist halt eher so der Einzelgänger-Typ. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme sie mit. Hat er sich da gerade am Poppes geleckt? Naja, Pflege muss sein. Und der sieht genauso aus. Ist auch schwarz. Ich hab's geschafft, Herr Kröte. Die Mädchen sind weg. Das ist perfekt. Jetzt kann ich diesen Ort verlassen und zu meiner Familie gehen. Das will ich auch machen. Ich habe endlich mein Kätzchen gefunden. Ich möchte nur noch nach Hause und bei Tante Grace sein. Aber wie kommt ihr hier weg? Es gibt kein Boot. Ich dachte, du könntest uns hier raushelfen. Ich würde euch gern helfen, aber ich bin zu klein. Obwohl mein Körper recht formbar ist. Es wäre unmöglich, euch beide auf die andere Seite zu kriegen. Darüber denke ich mal nach. Bitte geh noch nicht. Okay, warte mal, was haben wir denn hier noch? Ah, es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Okay. Nimm das, Kröte, es könnte helfen. Ich bin kein Brötchen aus der Bäckerei. Aber du bist so schleimig und weich wie Teig. Du hast recht, das könnte klappen. Los geht's. Was? Wow. Es hat geklappt, wirklich geklappt. Ich bin so groß und fühle mich toll. Super, gehen wir. Komm, Mr. Midnight. Theoretisch ist das doch aber nur eine vorübergehende Wirkung, oder? Bleibt der jetzt immer so? Klar, Fran, ich habe nur ein Problem. Die riesige Kröte stoppt mich an. Wovon sprichst du? Er will uns doch nur helfen. Okay, wenn er irgendetwas versucht, kratze ich ihn. Das ist okay, aber versuche ihm nicht weh zu tun, während wir auf ihm sitzen. Das Wasser ist tief und wir wissen nicht, was für Kreaturen da drin leben. Wenn wir ins Wasser fallen, könnten wir sterben, Kätzchen. Oh, ich verspreche, ich werde die Kröte nicht kratzen. Gehen wir. Hey Mädchen, bevor wir gehen, ich habe noch etwas für dich. Ich sah dich auf dem Foto, also dachte ich, es sei deins. Oh, wie lieb von der Kröte. Wir haben unser Foto wieder. Und das Buch war auch dabei. Leon? Oh, Kröte, du hast mein Familienfoto gefunden. Vielen Dank. Ich dachte, ich hätte es für immer verloren. Aber das Buch ist nicht von mir. Nun, nimm das Buch als ein Geschenk. Lesen ist immer gut. Es hat viele Bilder. Lesen ist immer gut. Es hat viele Bilder. Das ist gut. Den muss ich mir merken. Wow, danke. Ich mag Bilder. Nun gehen wir jetzt. Ja, los. Geht's. Festhalten. Oh je. Oh nein, was ist das denn? Ach, war ja einfach. Ach nee, es war's noch gar nicht. Okay. Jetzt kommt gleich von hier eins. Das ist ja cool gemacht. Als Knetefiguren. Achso, hier ist gar nichts. Wir müssen hier rüber irgendwie. Okay, kommt hier noch was angedingst? Ja. Dann können wir jetzt das Blatt nehmen und hoffen, dass da noch was kommt. Gott sei Dank. So, und rüber. Das ist cool, wie aus Knete gemacht.
sorry. Ja, das ist aber voll lustig. Das sieht aus wie Lakritzschnecken. Ist es sinnvoll, jetzt das schon zu nehmen? Ach nee, ich kann nicht zurück. Aber da kommt ein Blatt. Okay. Ich hab's geschnallt. Da kommt ein Blatt in grünes. Ein Blatt, ein grünes. Wir müssen hier aufs Blatt wieder. Genau, so. Oh komm, das war auf dem Blatt. Das war wieder ein Pixel zu weit. Aber ich finde das cool, wie die das gemacht haben. Extrem cool. So, und drauf und drüber. Yep. Freigeschaltet, Errungenschaft. Toad on board. Okay, wir sind drüben angekommen. Da wären wir. Springt von mir ab. Gehen wir, Kätzchen. Nun, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hoffe, du findest deine Familie bald, Herr Kröte. Danke, du hoffentlich auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und danke für die Überfahrt. Sehr lieb von dem Herrn Kröte. Ich muss jetzt mal meinen Monitor irgendwie ein bisschen rumstellen, weil es ist hier sehr dunkel und die Sonne scheint gerade drauf und das ist doof. Fran, was sollen wir jetzt tun? Den Heimweg finden, Kätzchen. Siehst du den Himmel? Es dämmert und schon bald werden die gruseligen Dinge verschwinden. Ah, ich bin so hungrig und müde. Ich will jetzt nach Hause. Ich auch, Kätzchen. Wir finden den Weg schon. Ich gebe mein Bestes, dir zu helfen, meine Liebe. Gehen wir. Hatte ich nicht noch ein Stück Fleisch? Nee, aber wir können ja mal das Buch angucken. Ich suchte die Wahrheit, doch fand das Unerwartete. Ich fand, was meine Sinne mir nicht zeigen konnten. Ich fand die Wahrheit, die still im Unbekannten liegt. Leon Castillo, einer der Tausend. Und dann hier diese Masken mit Blut. 11. Juli 1908. Mein Name ist Leon. Ich bin 92 Jahre alt und lebe allein in einem kleinen Haus, weit ab der Stadt. Ich muss sagen, dass mir Schmuck, Häuser oder Klamotten nie etwas bedeutet haben. Seit meiner Kindheit habe ich mit den Tieren, Pflanzen und Insekten gesprochen. Und obwohl ich nie eine Antwort bekam, gab ich niemals auf. Wenn du das liest, suchst du vielleicht nach Antworten. Vielleicht siehst du Dinge, die andere nicht sehen. Oder du fühlst, was andere meiden. Du hörst die Stille und wirst eins mit allen. Er hat auch dieses Blut aus den Augen. 17. Dezember 1875. Ich kann nicht aufhören, kann es nicht kontrollieren. Die schwarzen Schatten sind überall. Das Blut, die Nachrichten, die Schreie, der ganze Schmerz. Ich weiß nicht, warum mir das alles passiert. Der hat also auch diese komischen schwarzen Schattengeister gesehen? Kannst du sehen? Das hatten wir auch schon gesagt bekommen. Schrei, weil es weh tut. Das ist der Teufel, der Stein der Weisen in meinem Kopf. 19. Dezember 1875. Ich hatte eine Vision. Ich atme immer noch die Angst. Ich befinde mich im Krieg mit meinem Verstand. Einer der Schatten kam herab vom Himmel. Ich dachte, er sei ein Engel. Sein Name ist Remor. Remor heißt also der Gute hier. Der Prinz der Dunkelheit aus der fünften Realität. Er sprach zu mir, spielte mit mir und zeigte mir all die Schrecken. Er sagte, ich sei der Schlüssel zu seiner Existenz. 13. Januar 1876. Ich kann mich selbst sehen. Das andere Ich lügt mich an. Spricht von all dem Schmerz und Leid in meinem Leben. Der blutet schon wieder aus den Augen. Das andere Ich will, dass ich mich umbringe. Er lächelt, während er buchstabiert, bring dich um. Und ich habe es versucht, hypnotisiert von seinen Worten. Aber es gibt immer etwas, das mich rettet. Es muss die Liebe zum Leben sein. Krass, was er da so alles aufgeschrieben hat. Vor allen Dingen, in welchem Bezug steht Leon zu Fran? Oder war er ein Bewohner der Nervenheilanstalt? 15. Januar 1876. Ich traf einen Schatten. Er sprach zum ersten Mal mit mir. Kamalas. Kamalas ist auch ein Name anscheinend. Ach nee, das ist eine Rasse. Ihre Rasse heißt Kamalas. Sie jagen Schwäche und Schmerz. Ich fragte, ob sie menschliche Körper besitzen und er sagte, wir werden aus Furcht und der unkontrollierbaren Krankheit des menschlichen Geistes geboren und leben davon. Für sie sind wir unsichtbar, aber unsere Existenz befällt jede einzelne Zelle bis zum Ende.
Danach begann es zu regnen und als er fortging, hinterließ er eine schwarze Ölspur. Ich glaube, dass mein Wasser sie reinigen kann. Aha, Wasser reinigen. Das müssen wir uns mal merken, dass wir die Schatten irgendwie mit... Also diese Kammer, lass irgendwie mit Wasser. 16. Januar 1876. Nachdem ich sah, wie die Kammerlass auf Wasser reagieren, dachte ich an ein Experiment. Letzte Nacht ist etwas Unglaubliches passiert. Es scheint, dass sich die Kammerlass in eine neue Kreatur verwandeln, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Es schmerzte, die Metamorphose mit anzusehen. Nach den schrecklichen Schreien beruhigen sich die Kammerlass und beginnen am Boden zu weinen. Es scheint, als verschwende der Schmerz nach ein paar Minuten. Erhob sich ein helles, friedliches Licht direkt vor meinen Augen. Diesen Geist haben wir auch schon gesehen. Das ist also eine... Ja, klar, die kam bei dem Mädchen übers Wasser gedingst, ne? Die haben wir auch schon gesehen. Es fühlte sich an, als ob die Kreatur meine Gedanken lesen kann. Danke, dass du mich erweckt hast. Ich habe gelitten. Ich muss dorthin, wo ich hingehöre. Itersta wartet. Alle Volakas, Valokas müssen nach dem Erwachen dorthin. Wenn du das Licht sehen willst, komm mit mir, soll das bestimmt heißen. Du hast den Schlüssel, sagt sie. Ich antworte nicht, nach einer Weile war sie verschwunden. Valokas, der sieht also so aus und hat einen Schlüssel. Oder wir brauchen den Schlüssel. 2. Februar 1876. Ich habe meine Notizen gelesen, ob ich etwas vergessen habe. Ich erinnere mich an Remo aus der 5. Realität. Wenn es eine 5. Realität gibt, muss es mindestens 4 mehr geben. Ich dachte daran, dass Itersta vielleicht keine Stadt dieser Welt ist, sondern eine eigene Realität. Ich bedauere zutiefst, dass ich die Einladung der Valokas nicht angenommen habe. Seit ich die Valokas gesehen habe, sehe ich andauernd dieses drehende Diagramm in meinem Kopf und einen einzigen Satz. Zeit ist der Rhythmus deiner Wahrnehmung. 13. März 1876. Mein Sohn Brian hat mich besucht. Ich erzählte ihm, was ich gesehen habe, aber er wollte es nicht hören und ging. Ich werfe es ihm nicht vor. Ich verstehe, dass die Realität, die ich gesehen habe, für die meisten unsichtbar ist. Ich wünschte, ich würde einen Freund finden, der wie ich ist. Denn mein Sohn, er denkt, ich wäre verrückt. 25. Juli 1876. Mein Körper und Geist verstehen langsam das Muster. Das Leben wird einfach zu kontrollieren, wenn man alle sozialen Zwänge ablegt und nur die Regeln der Realität anwendet, denn sie sind nicht nur Regeln, sondern auch Verhaltensweisen. Chemische Verhaltensweisen, Naturgesetze. Ohne diese Verhaltensweisen, ohne diese Gesetze würden wir nicht existieren. Manchmal wünsche ich mir, ein Blatt auf dem Boden zu sein, ganz ruhig, während es stirbt. 11. November 1876. Letzte Nacht nach dem Sturm besuchte eine riesige Kreatur meinen Garten für eine Sekunde und verschwand. Ich fand eine seltsame Flasche mit einer rosanen Flüssigkeit genau da, wo die Kreatur erschien. Ich verstehe den Inhalt der Flasche nicht ganz. Ich habe rote Blutkörperchen und unbekannte Bakterien in ihr gefunden. Die Bakterien scheinen ungewöhnliche Verhaltensweisen in jedem Wesen auszulösen. Ich habe etwas der rosa Flüssigkeit auf eine sterbende Pflanze gegossen und nach ein paar Minuten erblühte sie. Ich schnitt mir in den Finger, um die Flüssigkeit am menschlichen Gewebe zu testen, und der Schnitt verheilte nach ein paar Sekunden. Diese Bakterien scheinen als Blutplättchen und weiße Blutkörperchen zu agieren, nur sehr viel schneller. 22. November 1875. Ich träume von tausenden schwarzen Katzen, die mein Haus umgeben. Große gelbe Augen, die mich anstarren. Lebewesen in Itersta sind unterschiedlich, von Wurzeln bis zu riesigen Insekten. Wurzeln waren zuerst in dieser Realität, die Insekten kamen später. Ich habe ihre Sprache und ihre Zahlen gelernt. Okay, das sind so Wurzelfiguren. Sehen aber eigentlich ganz freundlich aus, muss man sagen, oder? Okay, hier. Ahefa-I-T-H-F-I-H-I-A-X. Okay, das kann sein, dass wir das dann später nochmal brauchen. Der große Valokas ist der Beginn der ersten Realität. Primeve, Licht. Valokas Schild. Die Körperstruktur der Valokas unterscheidet sich von unserer. Sie bestehen aus Photonen und Schallwellen. Sie sind auch männlich und weiblich. Wenn die Jungen ein Alter von... Was? 299.792.459 erreichen, werden sie mit dem Schild gekrönt. Tja, die Erschaffung des großen Valokas, König von Itersta, zweite Realität, Leben.
Das sieht aber schon echt freundlich aus, muss ich sagen. Im Gegensatz zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben. 13. Februar 1877. In Iterster zu sein, fühlt sich an, als würde man werden, was man auf der Erde nicht versteht. Wo Blätter singen, während sie von den Bäumen fallen, und das Wasser flüstert dir seine Weisheit, während du es trinkst. Pandora, die Erschaffung der fünf Reiche, existenzieller Existenz, free, befinden sich in der Welt der Menschen, dritte Realität, Erde, Mars und Jupiter, Bewusstsein, Willensübung. Sena seht ihr, das Ende der Vibration, wenn beide Enden der Gegenteile den gleichen Rang haben, befindet sich in der dritten und vierten Realität Tod. Was, wenn beide Enden der Gegenteile den gleichen Rang haben, befinden sich in der dritten und vierten Realität Tod. Mabuka ist das Ende des Lichts. Okay. Für 23. März 1877. Mutter Mabuka lässt mich gehen. Ich habe 15 Tage in Mabukas Hütte verbracht und ich bin müde. Ich muss mich nicht mehr vor dem Schmerz verstecken. Nun ist er Teil von mir. Es fühlt sich an, als ob die Liebe überall und in allem ist. Ich genieße es zu weinen. Ich genieße es zu lachen. Ich genieße es, am Leben zu sein. Kein Datum angegeben. Ich bereite mich auf die Heimreise vor. Mabuka schickte mich zu den unendlichen Grenzen ihrer Hütte und ich warte auf die Luzifern. Ich musste mich mit ihnen anfreunden, oder genauer, einer von ihnen werden. Luzifern sammeln sich in Fäden, darum sieht es so aus, als würden ihnen Haare wachsen und das große Gesicht wird hauptsächlich zur Kommunikation und zur Abschreckung von Haupttieren genutzt. Ich hoffe, mein Körper überlebt die Reise. Diese kleinen Gesellen hier haben wir auch schon kennengelernt, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, da haben wir einen Schlüssel von dem bekommen, als wir denen die Haare gekämmt haben. 2. Oktober 1878. Die Schwerkraft sammelt Teilchen, um neue zu erschaffen. Sie ist eine kreative Kraft und mit Kreativität ist Evolution unausweichlich. Okay, hier hat er was rausgerissen. Was ist das? Die Zeichnung da links sieht aus wie eine Antenne. Oh nein, jemand hat den Rest des Buches rausgerissen. Ich werde nie erfahren, was mit Mr. Leon geschehen ist. Tja, werden wir wohl nicht. Habe ich noch was gehabt? Das Foto. Oh, Mami, Papi, manchmal habe ich Angst vor meinen Gedanken. So. Oh, Kätzchen, was wird das Erste sein, was du tust, wenn wir zu Hause sind? Essen natürlich. Essen, bis ich einschlafe. Und du? Ich denke, ich würde dasselbe tun. Okay. Bist du ein Stein? Es wäre toll, einen Troll zu sehen. Schöne Blumen. Gut, wir gehen mal weiter. Wow, was für ein Baum. Er hat viele Wurzeln, die sehen aus wie Arme. Eines Tages würde ich gern mal mit einem Baum sprechen. So, hier ist sonst nichts weiter. Oh mein Gott, diese Brücke sieht gruselig aus. Oh, Fran, komm schon, wir müssen nach Hause. Wir haben keine Zeit, ängstlich zu sein. Der putzt sich dabei am Poppes. Ja, aber ich habe ein bisschen Höhenangst. Kann ich zuerst? Ja, dann folgst du mir. Okay, Kätzchen, du bist so süß. Ich bin direkt hinter dir. Das ist ja eine lange Brücke. Dran, warte. Oh Gott. Lass uns in Ruhe. Der hat uns jetzt echt runtergeworfen. Oh mein Liebling, ich kann mich nicht mehr halten. Ich will nicht sterben. Du wirst nicht sterben, Fran. Komm schon, du schaffst es. Spring. Okay. Und los! Hab dich! Oh nein. Fran, nein! Oh, das ist eine mutige Katze. Ich glaube, das würde meine Katze für mich nicht machen. Die würde mir nicht in den Tod hinterher springen. Nicht wahr, Mutz? Die sitzt gerade neben mir und schläft. Ich habe keine Angst, Fran. Wir fallen immer. Und nach dem Schmerz stehen wir immer wieder auf. Oh, liebe Tante Grace, verlass mich niemals. Weine nicht, meine Kleine, dein Herz ist rein und dein Geist wurde gequält.
Du musst bleiben und deinen eigenen Weg gehen. Bitte, Tante Grace, warum holst du mich nicht einfach hier raus? Bitte! Du lässt mich einfach ganz alleine, wie meine Mutter und mein Vater. Tut mir leid, meine liebe Fran. Du wirst es schon bald verstehen. Tante Grace, nein, geh nicht! Bitte! Bitte! Fran, es ist Zeit für deine neue Medizin. Der denkt auch nur an seine Medizin. Oh mein Gott, wir sind in... Oh, was Helles, was Buntes, was Fröhliches. Krass, und jetzt? Wo ist Fran denn hin? Oh, was ist passiert? Wo bin ich? Fran, wo bist du? Wir spielen mit der Mietz. Das sind Frans Strümpfe. Oh, hässlicher Baum, ich zerkratze dich, du böses Ding. Kätzchen, Kätzchen, hör auf! Was sagst du da? Fran? Mein Liebling, bist du es? Das kann nicht sein. Was ist los, mein Schatz? Natürlich bin ich es. Wer sonst? Wieso ist sie ein Baum geworden? Fran, du bist ein Baum. Sei nicht albern. Hilf mir hoch. Warte mal, wo sind meine Hände? Warum kann ich mich nicht bewegen? Wenn ich es dir doch sage, du bist ein Baum geworden. Was? Aber wie? Oh Mann, das war wohl das Ende der Reise. Das große Monster war es. Ich weiß es. Er will uns nicht nach Hause lassen. Ich hoffe, er kommt nicht zurück. Er war sehr gruselig. Er kommt immer zurück. Ich glaube, ich erinnere mich an ihn aus dieser Nacht, in der Mama und Papa starben. Kätzchen, ich möchte nicht darüber reden. Ich will nur nach Hause. Aber du bist ein Baum. Ein Baum! Ich kann dich nicht nach Hause tragen. Außerdem weiß ich gar nicht, wo wir sind. Muss ich sterben, Kätzchen? Sag es mir. Sag das bitte nicht, Fran. Verlass mich nicht. Aber ich fühle mich so schwach. Oh! Homka, Iknema Haula! Kolke Kolke Igrunma, Pasqua Haulani! Igniokle Vanti! Ah, Vorsicht, warum greifst du mich an? Könntest du mir bitte sagen, wo ich bin? Haula Kolke, Haula! Hör auf, oder ich kratze dich! Haula Runma Igni! Was sagen Sie da? Oh, mein Kätzchen, warum geschieht das mit uns? Aula! Hör auf, mich anzugreifen, bitte, ich bin keine Gefahr. Aula ignivanti! Kätzchen, hilf mir, finde meine Tasche, bitte, vielleicht hilft sie mir. Ich schau mal, was ich tun kann, Fran. Okay, die Tasche.